Sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, in Griechenland läuft seit Tagen die Stimmung über den sogenannten Reformvorschlag der internationalen Geldgeber auf Hochtouren. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, handelt es sich doch nach einstimmiger Ansicht internationaler Finanzexperten nicht um einen Reformvorschlag, sondern erstens um eine ultimative Forderung nach einem fortgesetzten Totalausverkauf Griechenlands und zweitens um ein noch extremeres Herunterfahren des wirtschaftlichen Lebens. In einer eindrücklichen Fernsehansprache an das griechische Volk setzt der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras in der Nacht vom 27. auf den 28. Juni ein historisches und möglicherweise für ganz Europa wegweisendes Zeichen. Denn Alexis Tsipras beruft sich auf den Grundgedanken der Demokratie, der in dem Konstrukt der Europäischen Union ganz offensichtlich auf der Strecke geblieben ist. Als Gegenstimme zu den einseitigen Kommentaren und Interpretationen der öffentlichen Leitmedien geben wir nachfolgend die Rede Tsipras ungekürzt wieder. Liebe Griechen und Griechinnen, seit 6 Monaten kämpft die griechische Regierung darum, unter den Bedingungen eines beispiellosen wirtschaftlichen Würgegriffs das Mandat umzusetzen, das ihr uns gegeben habt. Ihr habt uns den Auftrag gegeben, in Verhandlungen mit unseren europäischen Partnern die Austeritätspolitik, sprich überzogene Sparpolitik, zu beenden, damit Wohlstand und soziale Gerechtigkeit in unser Land zurückkehren können. Es war ein Mandat für ein nachhaltiges Abkommen, das sowohl unsere Demokratie als auch die gemeinsamen europäischen Regeln respektiert und das es uns endlich ermöglicht, die Krise zu überwinden. Während der gesamten Phase der Verhandlungen wurde von uns verlangt, dass wir das von der letzten Regierung akzeptierte Memorandum umsetzen sollen, obwohl dieses von den Griechinnen und Griechen bei den letzten Wahlen kategorisch abgelehnt worden war. Doch nicht eine Minute lang haben wir daran gedacht, uns zu unterwerfen und euer Vertrauen zu verraten. Nach 5 Monaten harter Verhandlungen haben unsere Partnerinnen vorgestern schließlich ein Ultimatum an die griechische Demokratie und die Menschen in Griechenland gerichtet. Ein Ultimatum, welches den Grundwerten Europas, den Werten unseres gemeinsamen europäischen Projektes widerspricht. Sie haben von der griechischen Regierung verlangt, einen Vorschlag zu akzeptieren, der weitere untragbare Lasten für das griechische Volk bedeuten und die Erholung der griechischen Wirtschaft und Gesellschaft untergraben würde. Dieser Vorschlag würde nicht nur den Zustand der Unsicherheit auf Dauer stellen, sondern auch die soziale Ungleichheit verfestigen. Der Vorschlag der Institutionen umfasst Maßnahmen zur weiteren Deregulierung des Arbeitsmarktes, Pensionskürzungen, weitere Gehaltskürzungen im öffentlichen Dienst und eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel sowie in den Bereichen Gastronomie und Tourismus. Schließlich zählt dazu auch die Abschaffung der Steuererleichterungen für die griechischen Inseln. Diese Forderungen verletzen unmittelbar die europäischen Sozial- und Grundrechte. Sie zeigen, dass einige unserer Partnerinnen nicht ein für alle Seiten tragfähiges und vorteilhaftes Abkommen für Arbeit, Gleichheit und Würde anstreben, sondern die Erniedrigung des gesamten griechischen Volks. Ihre Forderungen zeigen vor allem, dass der Internationale Währungsfonds auf einer harten, bestrafenden Kürzungspolitik beharrt. Sie zeigen zugleich, dass die führenden europäischen Kräfte endlich die Initiative ergreifen müssen, um die griechische Schuldenkrise ein für allemal zu beenden. Diese Krise betrifft auch andere europäische Länder und bedroht die Zukunft der europäischen Integration. Liebe Griechen und Griechinnen, die Kämpfe und Opfer des griechischen Volks für die Wiederherstellung von Demokratie und nationaler Souveränität lasten als historische Verantwortung auf unseren Schultern. Es ist die Verantwortung für die Zukunft unseres Landes und diese verlangt von uns, auf das Ultimatum der Partnerinnen mit dem souveränen Willen des griechischen Volkes zu antworten. Vor wenigen Minuten habe ich in der Kabinettssitzung den Vorschlag gemacht, ein Referendum abzuhalten, damit die Griechen und Griechinnen souverän entscheiden können. Dieser Vorschlag wurde einstimmig angenommen. Morgen wird das Parlament zu einer Sondersitzung zusammentreten, um über den Vorschlag des Kabinetts und ein Referendum am Sonntag, dem 5. Juli, abzustimmen. Die Griechen und Griechinnen sollen entscheiden können, ob sie die Forderungen der Institutionen annehmen oder ablehnen.
Ich habe bereits den Präsidenten Frankreichs, die Kanzlerin Deutschlands und den Präsidenten der Europäischen Zentralbank über diesen Schritt informiert. Morgen werde ich offiziell darum ansuchen, das laufende Programm um einige Tage zu verlängern, damit das griechische Volk frei von Erpressung und Druck abstimmen kann, wie es der Verfassung unseres Landes und der demokratischen Tradition Europas entspricht. Liebe Griechen und Griechinnen, ich bitte euch, auf das erpresserische Ultimatum, welches von uns harte, entwürdigende und endlose Austerität, sprich Entbehrung, ohne Aussicht auf soziale und wirtschaftliche Erholung verlangt, auf souveräne und stolze Weise zu antworten, so wie es die Geschichte des griechischen Volks verlangt. Auf Autoritarismus und brutale Austerität werden wir ruhig und bestimmt mit Demokratie antworten. Griechenland, der Geburtsort der Demokratie, wird eine demokratische Antwort geben, die in Europa und der Welt widerhallen wird. Ich verpflichte mich persönlich, eure demokratische Wahl zu respektieren, wie immer sie ausfallen wird. Und ich bin vollkommen überzeugt davon, dass eure Wahl der Geschichte unseres Landes gerecht werden und der Welt eine Botschaft der Würde senden wird. Wir alle müssen uns in diesen entscheidenden Momenten vor Augen halten, dass Europa die gemeinsame Heimat unserer Völker ist. Doch ohne Demokratie wird Europa ein Europa ohne Identität und Orientierung sein. Ich lade euch alle ein, in nationaler Eintracht und Ruhe die richtigen Entscheidungen zu treffen. Für uns, für zukünftige Generationen, für die Geschichte der Griechinnen und Griechen, für die Souveränität und Würde unseres Volks. Alexis Tsipras, Athen am 27. Juni, 1 Uhr morgens. Sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, die Konzepte und Anordnungen der Troika und der IWF haben in Griechenland offensichtlich nicht zu einer Verbesserung, sondern zu einer rapiden Verschlechterung geführt. Welchem Patient wäre es zu verübeln, wenn er bei der nicht mehr tragbaren Verschlechterung seines Gesundheitszustandes nicht das Wechseln der Medikamente, der Behandlungsmethode oder des Arztes erwägt, bevor er noch gänzlich sein Leben verliert? Mit diesen Gedanken verabschieden wir uns. Guten Abend. Guten Abend, verehrte Zuschauer. Donnerstag vorletzter Woche fällte Islands oberster Gerichtshof ein historisches Urteil. 4 Bankmanager wurden zu Haftstrafen zwischen 4 und 5,5 Jahren verurteilt, und zwar wegen betrügerischer Marktmanipulation und Untreue. Das sind die härtesten Strafen, welche in Islands Justizgeschichte im Bereich der Wirtschaftskriminalität je verhängt worden sind. Das Verfahren unter dem Aktenzeichen 145/2014 war aber gerade deshalb historisch und außergewöhnlich, weil sich Bankdirektoren persönlich für die von ihnen veranlassten Betrügereien, mit denen sie Gläubiger, Investoren, Sparer, aber auch die Regierung geschädigt hatten, verantworten mussten und diese nicht auf die Bankinstitute abschieben konnten. Island stand 2008 vor einem Schuldenberg, der dem 10-fachen des jährlichen Bruttoinlandproduktes entsprach, also in Höhe von 1000%. Zum Vergleich: Das angeschlagene Griechenland hat heute eine Staatsverschuldung von 175% des jährlichen Bruttoinlandproduktes. Die EU und der Internationale Währungsfonds verlangten damals von der isländischen Regierung in Reykjavik, dass über den Weg der Einlagensicherung diese Schulden sozialisiert, also auf die isländische Bevölkerung abgewälzt werden sollten. Dass Reykjavik sich aber dagegen wehrte, war pure Verzweiflung. Beim 2-fachen des BIP hätte man darüber vielleicht reden können, sagte der damalige Finanzminister Steingrimur J. Sigfusson rückblickend. Aber eine 10-fache Überschuldung? Da hatten wir keine andere Wahl, als Nein zu sagen. Es waren die Schulden pleitegegangener privater Banken, die diese in EU-Ländern mittels verantwortungslosen und betrügerischen Geschäften aufgehäuft hatten. Und diese Institute sollten auch dafür bezahlen oder eben pleite gehen. Die isländische Regierung konnte damals auch gar nicht anders. Dafür sorgte nämlich das isländische Volk. Die Bevölkerung ging nach dem Crash 2008 auf die Straße. Mit der sogenannten Kochtopfrevolution jagten sie nicht nur die für die Finanzen mitverantwortliche Regierung davon.
Mit Hilfe von Dauerdemonstrationen und über Volksabstimmungen stoppten sie anschließend auch noch jeden Versuch, dem Staat auch nur einen Teil der Bankschulden aufzuhalsen. Kompromisse zu Lasten Islands, die von Reykjavik mit den Hauptgläubigerländern Großbritannien und den Niederlanden ausgehandelt wurden und vom Parlament abgesegnet worden waren, wurden kurzerhand mit einem Referendumsnein von sage und schreibe 94% wieder gekippt. Da half es auch nichts, dass Großbritannien sogar seine Antiterrorgesetzgebung bemühte, um Island auf eine Stufe mit Al-Qaida zu stellen und sämtliche Guthaben des Landes einfrieren zu lassen. Das heizte den Widerstandswillen auf Island eher noch an. Von Prophezeiungen, man mache sich zum Kuba oder zum Nordkorea des Nordens, ließen sie sich nicht einschüchtern. Nachdem alle Erpressungsversuche der Vereinten Front, der EU-Staaten und des IWF gegen Island nichts genutzt hatten, gingen London und Den Haag nun den Weg des Gerichts und klagten auf Zahlung durch Island. Doch wegen Lücken in der EU-Bankendirektive wurde 2013 vom Gerichtshof der Europäischen Freihandelszone die isländische Staatshaftung endgültig abgelehnt. Man kann sagen, dass Island den Weltrekord im Schuldenerlass hält, sagt Lars Christiansen, Chefanalytiker der Danske Bank in Kopenhagen. Wirtschaftsprofessor Mathiasson stimmt ihm zu. Wenn es in anderen Ländern um die Abschreibung von Schulden geht, von Islands Krise, könnten sie eine Lektion lernen. Der Erfolg unorthodoxer Antworten auf die Krise. Ironischerweise scheint dies nun auch der IWF nachträglich so zu sehen. Auf einen IWF-Kredit von 10 Milliarden Dollar war zwar Island angewiesen, um im chaotischen ersten Jahr nach dem Crash nicht bankrott zu gehen. Worauf Reykjavik aber peinlich achtete, waren die daran geknüpften Bedingungen, auf die man sich einließ. Das Sozialsystem musste zwar federn lassen, aber der Kern blieb intakt. Das IWF-Ansinnen eines total radikalen sozialen Kahlschlages lehnte man ab. Was soziale Gerechtigkeit angeht, stehen wir in allen internationalen Vergleichen weiterhin ganz oben, konnte Ministerpräsidentin Jóhanna Sigurðardóttir zum Jahreswechsel 2013 bilanzieren. Island wandelte sich in Rekordzeit vom vermeintlich abschreckenden Beispiel dafür, wie man Märkte und Finanzinstitutionen nicht provozieren und Banken keinesfalls pleite gehen lassen sollte, zum weithin gelobten Vorbild. Als die Ratingagentur Fitch die Bonität Islands 2012 wieder heraufstufte, begründete sie das explizit mit dem Erfolg unorthodoxer Antworten auf die Krise. Aus einem Negativwachstum von -7% im Jahr 2009 war es 3 Jahre später ein Plus von knapp 3% geworden, womit man deutlich über dem der Eurozone lag. Die isländische Krone hat sich nun wieder anstelle eines Minus gegenüber Euro und Dollar von 25-30% auf Vorkrisenzeitenniveau stabilisiert. Die Arbeitslosenrate liegt bei traumhaften 4% und Inflation ist kein Thema mehr. Dieser Weg zeigt uns eins. Die Völker müssen raus aus dem erpresserischen Credo der Banken und des IWF, welche einen Schuldenschnitt zu Lasten der Banken verhindern und die Schulden lieber sozialisieren und auf die Bevölkerung abwälzen wollen. Island hat es uns vorgemacht, indem man die angeblich systemrelevanten Privatbanken pleite gehen lässt. Das Leben geht weiter, und zwar erfolgreicher, als wenn ein Land bis aufs Letzte ausgesaugt wird, um die Gier der Gläubiger zu befriedigen. Bravo Island! Wir danken recht herzlich für die Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen einen schönen Abend. Karl Friedrich von Weizsäcker, eine Analyse aus dem Jahre 1983, entnommen aus dem Gelben Forum. Es ist bemerkenswert, was Karl Friedrich von Weizsäcker, der ältere Bruder unseres ehemaligen Bundespräsidenten, vor 25 Jahren in seinem letzten Buch schrieb. Von Weizsäcker sagte in seinem letzten großen Werk, Der bedrohte Frieden, 1983 Hansa Verlag, innerhalb weniger Jahre den Niedergang des Sowjetkommunismus voraus und wurde dafür ausgelacht. Seine Prognose, auf welches Niveau der Lohn- und Gehaltsabhängige zurückfallen würde, wenn der Kommunismus nicht mehr existiert, war schockierend. Weizsäcker beschreibt die Auswirkungen einer dann einsetzenden Globalisierung, wiewohl es damals dieses Wort überhaupt noch nicht gab. Es folgen Zitate aus seinem Buch. Erstens. Die Arbeitslosenzahlen werden weltweit ungeahnte Dimensionen erreichen.
Zweitens, die Löhne werden auf ein noch nie dagewesenes Minimum sinken. Drittens, alle Sozialsysteme werden mit dem Bankrott des Staates zusammenbrechen. Rentenzahlungen zuerst. Auslöser ist eine globale Wirtschaftskrise ungeheurer Dimension, die von Spekulanten ausgelöst wird. Viertens, circa 20 Jahre nach dem Untergang des Kommunismus werden in Deutschland wieder Menschen verhungern. Fünftens, die Gefahr von Bürgerkriegen steigt weltweit dramatisch. Sechstens, die herrschende Elite wird gezwungen, zu ihrem eigenen Schutz Privatarmeen zu unterhalten. Siebtens, um ihre Herrschaft zu sichern, werden diese Eliten frühzeitig den totalen Überwachungsstaat schaffen, eine weltweite Diktatur einführen. Achtens, die ergebenen Handlanger dieses Geldadels sind korrupte Politiker. Neuntens, die Kapitalwelt fördert wie eh und je einen noch nie dagewesenen Nationalismus als Garant gegen einen eventuell wieder erstarkenden Kommunismus. Zehntens, zum Zweck der Machterhaltung wird man die Weltbevölkerung auf ein Minimum reduzieren. Dies geschieht mittels künstlich erzeugter Krankheiten. Hierbei werden Biowaffen als Seuchen deklariert, aber auch mittels gezielten Hungersnöten und Kriegen. Als Grund dient die Erkenntnis, dass die meisten Menschen ihre eigene Ernährung nicht mehr finanzieren können. Jetzt wären die Reichen zu Hilfsmaßnahmen gezwungen, andernfalls entsteht für sie ein riesiges, gefährliches Konfliktpotenzial. Elftens, um Rohstoffbesitz und dem eigenen Machterhalt zu dienen, werden Großmächte Kriege mit Atomwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen führen. Zwölftens, die Menschheit wird nach dem Niedergang des Kommunismus das skrupelloseste und menschenverachtendste System erleben, wie es die Menschheit noch niemals zuvor erlebt hat. Das System, welches für diese Menschen verantwortlich ist, heißt unkontrollierter Kapitalismus. Karl Friedrich von Weizsäcker sagte vor 25 Jahren, dass sein Buch, welches er als sein letztes großes Werk bezeichnete, mit Sicherheit von der Bevölkerung nicht verstanden würde und die Dinge somit ihren Lauf nehmen. Das deutsche Volk bewertete er wenig schmeichelhaft wie folgt: absolut obrigkeitshörig, des Denkens entwöhnt, typischer Befehlsempfänger, ein Held vor dem Feind, aber ein totaler Mangel an Zivilcourage. Der typische Deutsche verteidigt sich erst dann, wenn er nichts mehr hat, was sich zu verteidigen lohnt. Wenn er aber aus seinem Schlaf erwacht ist, dann schlägt er im blinden Zorn alles kurz und klein, auch das, was ihm vielleicht noch helfen könnte.